Well, very disappointing to give up those two goals late, you know, especially the last one in the last minute. I thought up until that point we played well. We were deserving, I think, of the 2-0 lead, and we did a lot of good things. But at the end of the day, you have to be able to seal the deal. You know, you have to be able to cut the close teams out, and credit to them. They come back and they found a way. Was this kind of a game just a preparation also for the playoffs? Well, I thought it was two good teams, and you knew that that neither team was going to leave anything in the tank tonight, and you know we're going to get the best game from both teams. And I thought it was a real entertaining game. I thought it was back and forth. And like I said, I thought we played well enough to be up 2-0. But they found a way to come back and tie it and win it in a shootout. So it was one of those back and forth games. But we did way more good things. But we have to learn from. But how to close it out, not to give up those two goals late. Andi Nödel, 2-0 geführt gegen den KAC und am Ende einen Punkt mitgenommen, Niederlage im Penaltyschießen. Was waren die Gründe aus deiner Sicht, dass es ein Punkt geworden ist? Ich glaube, es sind mehrere Gründe. Ich glaube, 5 gegen 5 waren wir die bessere Mannschaft und das haben wir auch im ersten Drittel gezeigt, da waren keine Strafen. Und dann im zweiten und dritten Drittel leider haben die Schiedsrichter alles pfiffen. Auf unserer Seite und auf deren Seite, also da kannst du nichts sagen. Aber das Spiel war komplett zerfahren. Manche Leute haben zu viel gespielt und manche sind gar nicht reinkommen. Und dann am Ende haben wir einen dummen Fehler gemacht und das sollte nicht passieren. Und gute Spieler wie Koch, Peterson, die nützen das aus. Und das waren die Gründe. Was kann man mitnehmen aus dem Spiel von heute? Ich meine, ich glaube, wir wissen, wie gut wir sind und wir wissen, wie wir spielen sollen, wenn wir gewinnen müssen. Und die letzten 5 Minuten waren wir irgendwie nicht hart genug. Und Unterzahl, Überzahl haben sie da geschossen, haben es gut gemacht und dann am Ende Fehler gemacht. Und sollte im Jänner nicht mehr passieren, aber was willst du machen? Heute die Halle war fast ausverkauft. War das schon ein bisschen Playoff-Stimmung? Ja, die Stimmung war super. Ich glaube, gegen Klagenfurt ist immer gut, gegen die Kärntner Clubs, Klagenfurt, Salzburg ist immer super. Also, macht immer um einiges mehr Spaß, wenn viele Fans kommen.